Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte, so. Und hier haben wir wieder die Elfen, das hatten wir ja auch schon. Wir werden der Elfen gewahr, die spionieren wir aus und kriegen jetzt Stimmung von Elfen zertrampelt. Oh, Gräfin Bethany schlich vorwärts und versuchte keinen Krach zu machen, stolperte jedoch über eine Kletterpflanze und flog kopfüber mitten unter die Elfen. Unter schrillem Geschrei rannten die überraschten Elfen um ihr Leben, wobei ihnen Bethany unter die großen blauen Füße geriet. Unter Schmerzen richtete Gräfin Bethany sich auf und suchte die Gegend ab, fand dabei aber nur ein paar jämmerliche Quarzstücke. Naja, 10 Quarz und Stimmung von Elfen zertrampelt, das war auf jeden Fall nicht sehr sinnvoll. Bisschen Hirschfleisch haben wir dabei und jetzt beginnen wir einfach mal ein Abenteuer. Huch. Mal schauen, was passiert. Hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Naja. Ein Bär bäumte sich vor Gräfin Bethany auf und knurrte bedrohlich bereit zum Angriff. Mit Bären ist nicht zu spaßen. Flucht scheint hier wirklich die beste Option zu sein. Ja, ich würde sagen, wir laufen mal weg. Ach komm, wir weg, laufen weg. Wird leicht attackiert, was soll das denn? Als sie im Wald Geschäften nachging, traf Gräfin Bethany auf ein einsames Chinchilla mit roten Augen, das sich die Backen mit Blumen und Gräsern vollstopfte. Es schien ein junges, schreckliches Chinchilla zu sein, das irgendwie von seiner Herde getrennt war. Greif zu! Wenn es Gräfin Bethany gelang, sich darauf zu stürzen und das Ding zu fangen, ohne es zu zerquetschen, hätte sie ein eigenes, lebendiges, schreckliches Chinchilla. Man denke nur mal an die dekorativen und Weiterverkaufsmöglichkeiten. Weitergehen. Keiner konnte diese Dinger lebendig einfangen. Entweder kämpften sie um ihr Leben oder verschwanden in ihren dunklen, schmutzigen Tunneln, weiß der Wächter wo. Oder sie aßen dein Gesicht. Es war alles eine eher gefährliche Zeitverschwendung. Nein, wir greifen mal zu. Ja, oh. Gräfin Bethany schlich sich auf 10 Spitzen an das rotäugige Nagetier heran. Dabei passte sie die Schritte dem Atem des Tieres an, damit sie es nicht hörte. Doch dann wandte es den Kopf zur Seite und zischte aggressiv mit funkelnden Augen. Bethany öffnete den Jutesack, landete aber schwer und unkontrolliert auf dem armen Geschöpf. Als es zerquetscht wurde, entfuhr ihm noch ein letzter betäubender Schrei. 25 Erfahrungspunkte, Stimmung angeekelt erhalten, Stimmung beschämt erhalten und ein lebloses Chinchilla erhalten. Ja, das ist schön. Jetzt haben wir es uns endgültig verkackt hier mit dem ganzen Scheiß. Wir sind von Elfen zertrampelt, wir sind leicht attackiert, wir sind angeekelt und beschämt. Was für ein erfolgreicher Tag. So, haben wir hier vielleicht noch Handbuch der Schmiedekunst? Wir haben jetzt 2 Handbücher der Schmiedekunst. Haben wir hier vielleicht irgendwo ein Rezept für den Scheiß? Schwache Heilsalbe, mäßige Heilsalbe, Tretmine, Hexenhut, Hexenbesen, Beutel voller Suppe. Oder können wir vielleicht nochmal in die Höhle gehen? Bringen wir ihm mal, ja komm, dann bringen wir ihm mal Essen. Das können wir ja mal machen. Scheiße, Elende. Ja, der Ausflug war spannend und hatte sich auf jeden Fall gelohnt. Das sehe ich aber ein bisschen anders, liebe Freunde. Wo bleibt denn die Alte jetzt, bitte? Kommst du mal ein bisschen rangerutscht hier, weil ich habe den ganzen Tag Zeit. So, na also, jetzt geh da rein. La 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 la. Gräfin Bethany dachte über ihre Essensauswahl nach. Hm, was ist, wenn sie Pesketarier sind? Dachte sie. Naja, egal. So, haben wir's? Und jetzt die Kleidung noch bringen. Mal gucken, was passiert. Ach, Moment. Hm, die Krebse sollen speisen wie Könige. Und wir sind auf Level 2, trotz der bisher nicht vollendeten Quest. Na gut. Das ist doch schon mal was. Trotzdem wissen wir immer noch nicht, wie man das Schnurrbartwachs herstellt. Gräfin Bethany bündelte die dicken Kleider sorgfältig und ließ sie in der Höhle liegen. Was der Krebsbandit wirklich damit wollte, würde sie wohl nie erfahren. So, ja, jetzt fehlt nur noch diese eine Sache. Ich hoffe, sie passen. Zumindest werden sie besser sitzen als diese schmutzigen Lumpen. Was? Forderung erfüllt. Tja. Relapses. Naja, dann würde ich sagen,
Was ist eigentlich Königreich-Modus? Wie kann ich hier eigentlich neues Zeug bauen? Was brauche ich für eine Klinik? Erhöhung der Kapazität, Gebäude platzieren, Preis 10 KP. Also 10 kein Plan. Ich habe nämlich wirklich keinen Plan, was wir da verkaufen müssen oder holen müssen. Da das Tutorial ja einfach abgeschmiert ist. Vielleicht 10 Königspunkte oder sowas. Aber Holz, können wir überhaupt Holz sammeln im Wald? Jagen? Nee, können wir nicht. So, eintreten, reinspähen und ich würde sagen, wir werden uns jetzt mal was bunden lassen. Und dann gehen wir pennen und dann mache ich auch eine Aufnahmepause, weil so langsam... Essen zubereiten. Und wir gönnen uns heute eine Zwiebelsuppe, eine französische Zwiebelsuppe mit Käse überbacken am liebsten. Das wäre jetzt von einer gewissen Tolligkeit. Dann noch die Speisekammer öffnen. Und was sollen wir den Typen bringen für seinen Scheißbart, Mann? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ah, vielleicht ein bisschen Nivea irgendwas. Nivea Bartwichse, aber ob das das Richtige ist, wage ich zu bezweifeln. Ach, da war Penelope auch gleich noch anrufen müssen, weil wir jetzt wieder auf den Zug sind. Och, das ist alles so... so lästig einfach. Ja, 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 komm. Haust dir ins Gesicht und dann ist gut. La, 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 la. Hm. Man merkt vielleicht, wie mir der Spaß so ein bisschen vergeht. Was ich persönlich ja auch selber doof finde. Aber naja, das lässt sich leider nicht ändern. So, Zwiebel kommt hier rein. Da haben wir jetzt Wild. Kommt da rein. Hier haben wir, ach, der leblose Körper eines Chinchillas. Der leblose, blutverschmierte Körper eines Chinchillas. Ach, cool. So cool ist das natürlich nicht. Mit dem Blutegel, keine Ahnung, was man mit dem machen kann. Mit der Kacke, ich habe keine Ahnung, was wir mit der Kacke machen können. Essen zubereiten. Kann ich hier vielleicht irgendwo... Ah, Brühe, doppelter Keiler, ein Fleisch, ein Topf, Gemüse, ein Topf, Heringe, Garnickel, Lachsuppe. Schnurrbartwachs. Ach, hör auf. Aal, Egel und Tintenfass. Ja, super. Also ein Aal und ein Tintenfass brauchen wir noch. Ich hoffe, die können wir uns noch leisten. Ach, weißt du, wenn wir jetzt eh schon ausgeruht sind, dann mache ich mal Folgendes. Ich mache jetzt mal... Ja, dann machen wir die Quest wenigstens nochmal zu Ende und dann rufen wir uns hier nochmal natürlich die liebevolle Penelope nochmal nach Hause und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Penelope, meine liebliche Penelope, komm nochmal ran. Ich komme natürlich gerne und Sonne, Mond und Sterne. Ich würde sagen... Nee, das mache ich nicht mehr heute. Ich gehe nicht mehr heute in die Stadt, sondern ich warte jetzt noch, bis Penelope da ist und dann ist gut. Dann reicht mir das auch schon. Kann man sich bei dem ein bisschen unterhalten lassen? So ein bisschen berieseln lassen? Nee, geht nicht. Na gut. Ja, naja. Königliche Dokumente verfassen, Edikt vorschlagen, politische Situation betrachten. Machen wir doch das mal. Mal schauen, mal schauen. So, zeig her. Was haben wir denn da? Ferelden, das geliebte Ferelden. Dies ist dein Königreich, der Sitz eines aufstrebenden Imperiums, dem Großes bevorsteht. Oder auch nicht. Das liegt ganz allein bei dir. Du lenkst den Kurs des Aufstiegs deines Königreiches oder seines Zerfalls. Du bist der Autor der Geschichte deines Königreiches, ob epische Erzählung, tränenreiche Tragödie oder lebhafte Komödie. Alles ist möglich. Klicke hier, um deine Königreichgeschichte zu schreiben. Ich würde sagen... Huch. Ah. Ich würde sagen... So. Anführer ist Gräfin Bethany. Hier haben wir jetzt noch den Werkesloh-Status, Handelsinformationen, Vorteile,
Und tralala, hier haben wir noch Nachlässlingen. Status ist super. Annektiert, loyal. Anführer, Anführer. Wir haben die beiden Anführer zu Besuch. Wir sollten eigentlich mit denen ein bisschen rumquatschen. Und vielleicht die Beziehungen verbessern mit den beiden. Und einfach den Balken vollkriegen. Was es bringt, weiß ich dann letzten Endes auch nicht. Vielleicht kann man hier mal gucken. Ein Edikt vorschlagen. Schlagen wir mal ein Edikt vor, wenn wir schon mal dabei sind. Schicke den überschüssigen Mist aus Nachlässigen nach Werkesloh, weil es da sowieso schon stinkt. Ja, ach geil, das ist ja schön. Ja, Werkesloh freut sich. Eröffne eine offiziell anerkannte Bank des Königreiches. Ja, das machen wir. So, Edikte sind soweit, dass sie ignoriert werden können. Zur Abstimmung aufrufen. Unterstützung für Edikt prüfen. Machen wir das mal. So. Ja, Edikt führt, das ist super. Da haben wir hier noch eröffne eine... Die Steuern für Bewohner, die nicht innerhalb der Schlossgrenzen arbeiten, werden gesenkt. Was? Ich glaube, es geht los. Wieso hat unseres nicht hier eine Bank eröffnet, Freunde? Ich brauche da die Zinsen und Binsen. Enthaltungen 2. Jetzt ja, da auch überziehen. Ja, rufen wir mal zur Abstimmung an und dann mal gucken, was passiert. Und dann für Edikt abstimmen. Ja, ist doch klar. Steuern senken kann ich mir gerade nicht leisten. Wahlergebnisse. Alle drei abgelehnt. Na super. Penelope, du musst mich trösten. Hier ist gerade die Hölle los. Komm, schüchterner Kuss muss drin sein und dann kannst du hier auch pofen, wenn du magst. Und am nächsten Morgen basteln wir uns dann irgendwie ein Bad und dann ist auch gut. So, und jetzt nochmal ein Küsschen hier und dann würde ich sagen, zu Hause, nee, freundlich. Nicht romantisch. Vielleicht die Gunst nochmal erweisen. Und romantisch umarmen? Wann pennt die denn hier? Ist doch schon nachts. Dramesh. Ewige Treue, bitten zu umwerben. Was heißt denn bitten zu umwerben? Aha. Ja, unwiderstehlich, dann würde ich nochmal sagen, bleib doch mal bitte hier. Du kriegst auch süße Süßigkeiten. Nichtige Süßigkeiten, so rum. Ja, nach Wohlbefinden fragen ist super. Ja, keine Ahnung, warum das mal da ist und mal nicht. Da streichle ich erstmal über die Wange. Ja, Schönheit loben ist ja alles schön und gut. Aber es wäre schön, wenn du bleibst, meine Liebe. Ich bin einsam heute Abend. Und ich brauche ein wenig geistige Unterstützung, ein bisschen Rückenstärkung. Und ein bisschen Geturtel. Ja, jetzt hau doch nicht ab. Küsschen, Küsschen. Oder kann ich mich jetzt einfach hier oben schon mal entspannen und die dann einfach rufen? Geht das auch? Vielleicht muss ich die ja gar nicht immer überreden, hier zu pennen. Vielleicht kann man das ja auch so machen. Lassen wir uns mal überraschen. Schauen wir mal, wo ist denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Liebliche Penelope. Mein Herz ist froh, wenn ich dich sehe. Wo ist sie denn? Also, wenn ich dich sehe, Penelope. Penelope. Penelöbchen? Penny? Ist die... Ist die schon... Da ist sie... Ist die wieder abgehauen oder was? Ja, hier einladen auf Bett zu knuddeln. So, ich versuche gerade rauszufinden, wo die ist. Wie weit ist die... Da?
Wie weit ist die denn jetzt bitte schön in dieser einen Nanosekunde? Die ist doch... Ist die hier mit Warp 9 durch die Karte geflogen oder was? Ich glaub's ja nicht. Hä? Raff ich nicht. Die war doch gerade eben am Schloss und plötzlich ist die hier irgendwo... Im Nirgendwo. Da ist sie und da hinten ist das Schloss. Die muss doch hier... Das ist doch alles kacke hier. So, reinspähen und dann... Ja, dann gehen wir nach oben...